Herzlich willkommen zurück bei den Tolino Story Days. Und erst einmal vielen, vielen Dank an Ildiko von Kürti und Andrea Gerg für diese doch ganz besondere kleine Schaueinlage. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier stehe und nicht die liebe Annabelle. Annabelle hat parallel gerade ihren Workshop Storyton, weswegen ich die Ehre und das Vergnügen habe, die nächste Session bzw. den nächsten Talk anzumoderieren. Und da darf ich euch ganz, ganz liebe Gäste von mir vorstellen. Aber ich fange einmal ein bisschen anders an. Der nächste Talk dreht sich um das Thema Self-Publishing. Und früher war es ja noch so, dass das Publizieren von Büchern einer ganz kleinen Reihe von Menschen vorbehalten war und sie sich wirklich ganz ausschließlich darauf verlassen mussten, ob Verlage ihr Manuskript nun gut finden oder nicht. Doch seit einigen Jahren hat sich da einiges getan und wir sind nun auch im Self-Publishing angekommen und können sagen, ja, auch Self-Publishing ist eine Erfolgsstory und darüber wollen wir jetzt in dem nächsten Talk sprechen. Dafür darf ich euch meine lieben Kolleginnen Martina Raschke und Laura Kübauch aus dem Self-Publishing von Tolino Media vorstellen. Mit dabei sind auch zwei ganz besondere Gäste, die gleich Laura und Martina euch noch im Besonderen vorstellen, warum die beiden heute auch mit dabei sind. Martina ist Senior Marketing Managerin bei Tolino Media, inzwischen seit 4 Jahren dabei. Und sie beschreibt sich gerne als Anlaufstelle für alle Marketingbelange und sie kümmert sich darum, dass die Bücher der Self-Publishing-Autorinnen und Autoren von Tolino Media bestmöglich im Buchhandel und darüber hinaus bekannt gemacht werden. Laura Kübauch ist unsere Community-Managerin. Sie betreut unsere Social-Media-Kanäle und den Blog von Tolino Media und kreiert dabei jeden Tag informativen und unterhaltsamen Content für Autorinnen und Autoren oder die, die es werden möchten. Herzlichen Dank, dass ihr hier seid und Laura, ich übergebe sehr gerne an dich. Vielen Dank, liebe Julia, dass du uns so wunderbar vorgestellt hast. Ja, ich möchte als erstes einmal Hallo an alle Zuseherinnen da draußen sagen, die uns heute zusehen werden bei unserem wunderbaren Talk. Ich garantiere jetzt schon, er wird wunderbar. Über das Thema Self-Publishing und über Erfolgsgeschichten im Self-Publishing. Ich habe heute bei mir zwei wunderbare Gäste, nämlich einmal die Samina und den lieben Michael. Wir werden jetzt gleich kurz ein bisschen was zu ihnen sagen. Dann klären wir mal die Basics ab, die im Self-Publishing wichtig sind. Und dann geht's voll los. Ihr könnt immer Fragen stellen. Wir haben ja jemanden, der immer den Chat im Auge hat. Wir werden uns dann die Fragen auch holen. Also stellt Fragen zum Self-Publishing. Es gibt viel zu fragen, es gibt viel zu wissen. Und genau, dann möchte ich mal kurz die Gäste eben vorstellen. Wir haben einmal den Michael Hirzi hier neben mir. Er ist Science-Fiction-Autor, beziehungsweise hat er mit seinem Science-Thriller Vor dem Abgrund den 3. Platz bei unserem Tolino Media Newcomer-Preis 2020 belegt. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Michael. Dann haben wir die liebe Samina Jehansep. Die Samina ist eine sehr erfolgreiche Self-Publisherin. Sie hat mit ihrem Buch Was Prima nicht weiß 2020 den Self-Publishing-Buchpreis gewonnen in der Kategorie Belletristik und wurde auch in vielen anderen zahlreichen Preisen und Kategorien nominiert und ist sehr erfolgreich im Self-Publishing. Du schreibst Fantasy und auch Science-Fiction in die Richtung. Herzlich willkommen, Samina. Sehr schön, dass du heute da bist. Es ist mir eine Freude. Wunderbar. So, jetzt wären wir quasi bereit. Allerdings, wie gesagt, wir müssen jetzt noch ein paar Basics klären. Diese Basics sind, was ist Self-Publishing überhaupt? Wisst ihr als alles? Wenn nicht, dann werden wir es erklären. Und zwar meine liebe Kollegin, die Martina, wird es gleich mal reinstarten. Was ist Self-Publishing, Martina? Genau, Julia hat ja schon ein paar einleitende Worte gesagt. Self-Publishing, wie der Name schon sagt, selbstveröffentlichen, das heißt hier, veröffentlichen Autorinnen ganz ohne Verlag selbst. Das heißt, sie machen alles selbst. Nicht nur das Schreiben, das müssen Autoren im Verlag meist auch selbst machen, sondern auch, sie müssen sich um Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, Distribution, alles, was mit einem Buch zusammenhängt, machen. Dabei möchte ich mal kurz erwähnen, dass Self-Publishing nicht als Gegenentwurf zum Verlag zu sehen ist, sondern vielmehr inzwischen ergänzend ist. Das heißt, es gibt Autorinnen, die waren im Verlag und sind inzwischen im Self-Publishing glücklich. Es gibt Autorinnen, die machen beides. Und es gibt erfolgreiche Self-PublisherInnen, die inzwischen in den Verlag gewechselt sind. Es ist also wie bei E-Book und Print kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Wie schon gesagt,
der Self-Publisher, die Self-Publisherin machen alles selbst, aber vieles kann und soll man ja gar nicht selbst machen. Wir denken da vor allen Dingen an Lektorat, an Korrektorat, an Coverdesign, da reden wir bestimmt auch noch gleich drüber. Da holen sich Self-Publisherinnen gerne dann Dienstleister, und zwar auch Dienstleister für die Distribution, denn die Sachen müssen natürlich auch in den Handel gelangen. Und, Dankeschön, dafür sind zum Beispiel Distributoren wie wir von Tolino Media zuständig. Tolino Media, nächste Erklärung, wer ist das und was tun wir überhaupt? Tolino Media ist die Self-Publishing-Plattform der Tolino Allianz. Und über unsere Plattform können Autorinnen im Prinzip ganz einfach ihr Manuskript, ihr Cover, ihre Metadaten, sowas wie Klappentext und so hochladen, auf das Knöpfchen Buch veröffentlichen klicken und dann gelangen entweder ihr E-Book oder ihr Printbuch über komplizierte technische Wege, die den Autoren zum Glück nicht betreffen, in den kompletten Buchhandel. Der Leser kann dann dort die Bücher ganz normal als E-Book oder Printbuch kaufen und bestellen. Details zum Self-Publishing, wie das eigentlich alles funktioniert und was man so braucht, gibt es ab 16:30 auch noch in unserem Workshop. Der ist leider ausgebucht, haben wir gehört, das uns sehr freut, aber er steht auf jeden Fall nachher noch in der Mediathek zur Verfügung. Genau, und wie gesagt, wir haben ja immer ein offenes Ohr für alle Fragen, für alle, die sich für Self-Publishing interessieren. Ich werde es noch öfter erwähnen. Ihr könnt uns überall kontaktieren. Wir haben viele Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook, you name it. Schreibt uns überall an, schreibt uns E-Mails. Also, wenn ihr Fragen zum Self-Publishing habt, die Gelegenheit ist nicht nur heute, sondern quasi immer. Gut, nun haben wir jetzt mal so abgeklärt, was ist Self-Publishing. Dann werde ich jetzt mal unsere beiden Gäste in die Mangel nehmen. Also, lieber Michael, liebe Samina, sagt mir, warum macht ihr Self-Publishing eigentlich? Ladies first, okay. Genau. Also mir war es eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant mit dem Self-Publishing. Ich habe ja eigentlich als Verlagsautorin angefangen, habe meine Verträge gekündigt und habe gesagt, das passt mir alles nicht und ich möchte lieber mehr Entscheidungsfreiheit haben. Und das ist eben genau das, was Self-Publishing mir einfach ermöglicht, dass ich selber entscheiden kann, welcher Lektor korrigiert meinen Text, wie gestalte ich mein Buchcover, ist der Buchsatz professionell oder ist das nicht? Und das sind eben Dinge, die man im Verlag eben mal nur so semi mitbestimmen kann. Und Self-Publishing hat einfach diese Möglichkeit, wenn was schief läuft, bin ich selber schuld, dann muss ich mich über niemand anderen aufregen. Genau, dieses große Self in Self-Publishing, wir betonen das auch immer gerne. Wir können zum Beispiel, wir können viel tun für die Autorinnen, aber dieses Selbst eben, selbst bestimmen, selbst entscheiden, wie möchte ich was veröffentlicht werden. Wie sieht es bei dir aus, Michael? Warum? Bei mir liegt es schlicht und einfach daran, aufgrund meines Backgrounds, da ich aus dem Buchhandel komme, kenne ich die Verlagsbranche, kenne die Buchbranche und war es für mich von Anfang an eine klare Entscheidung, den Weg über einen Verlag zu gehen als Newcomer ist ein sehr steiniger und ein sehr langer und in den meisten Fällen auch nicht von Erfolg gekrönter, weil es einfach nur eine geringe Menge an neuen Autoren gibt, die Verlage jedes Jahr aufnehmen können. Und daher bei mir von Anfang an die Entscheidung, nein, ich gehe gleich ins Self-Publishing, was nicht bedeutet, dass nicht irgendwann einmal vielleicht auch ein Verlagstitel dazukommt, aber auch unter eben dieser Überlegung, die Dinge, die ich hier mache, selbst unter Kontrolle zu haben, zu entscheiden können, wer macht mein Cover, wie schaut das Buch innen aus, mit wem arbeite ich zusammen, und das ist mir ganz einfach wichtiger gewesen als die Chance, die vielleicht sich irgendwann einmal mit einem Verlag ergeben könnte. Genau, von Anfang an quasi das Heft selbst in die Hand genommen. Ein sehr häufiger cool. Weg in den Verlag ist ja auch der Weg über die Agentur. Das machen ja im Prinzip viele Autoren inzwischen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch mal den Agenturweg probiert, Samina? Ich sehe direkt ein Lachen. Ja, ich denke, bei mir kommt noch so ein bisschen die Schwierigkeit hinzu, dass ich Thema Diversität nicht unbedingt in die Norm falle. Und wenn ich mich bei Agenturen bewerbe, dann meistens mit Texten, die eben genauso nicht normgetreu sind wie ich. Das heißt, die Protagonistinnen sind nicht immer heterosexuell. Sie sind definitiv so gut wie nie weiß oder weiß gelesene Menschen. Es sind halt einfach prima, ist zum Beispiel indischer Herkunft. Und sobald ich anfange, mich mit diesen etwas diversen Texten irgendwo zu bewerben, scheitere ich. Und ich habe insbesondere von einer Agentur bei meinem ersten
Buch, als ich das versucht habe, eine sehr interessante Mail zurückbekommen, in der mir vorgerechnet wurde, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung, also in meinem ersten Roman ist es ein lesbisches Pärchen in der Protagonistinnenrolle, spielt eigentlich keine so wahnsinnig große Rolle, die Geschichte ist halt eine andere. Aber sie sind eben da und diese Agentur erklärte mir eben, wie viele Prozent der deutschen Frauen lesbisch sind und wie viele Prozent von denen wiederum Fantasy lesen würden. Das endete dann irgendwie auf 1% vom Buchmarkt oder also eine ganz merkwürdige Rechnung. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, alles klar, weißt du direkt mal, wo dein Platz ist. Und also seitdem habe ich es auch einfach nicht mehr versucht, weil das waren also so 2-3 Agenturen, wo ungefähr die gleiche Antwort rauszulesen war, rauszuhören war. Und ja, dann war es das für mich einfach. Also das Thema ist für mich irgendwie durch. Ja, das verstehe ich voll. Das ist ja auch wirklich eine interessante Rechnung, weil sie lesen ja nicht nur lesbische Science-Fiction-Fans lesbische Science-Fiction-Literatur. Da gibt es ja also eine durchaus größere Zielgruppe. Richtig. Also der Witz ist einfach, dass ein Großteil meiner Leser und Leserinnen tatsächlich entweder heterosexuelle Frauen sind oder Männer. Also es spielt für die nicht so eine große Rolle, wie es vom Buchmarkt offensichtlich gerne suggeriert wird, weil also ich habe natürlich auch queere Leser und Leserinnen, aber der Großteil ist eben der durchschnittliche, einfach die lesende Person. Ja? Also das ist völlig egal, unabhängig von Geschlecht, Orientierung oder eben auch Hautfarbe. Das interessiert die Leser gar nicht so wahnsinnig, wie ich immer dachte oder gesagt bekommen habe. Ja, und dann ist es ja doch oft im Self-Publishing der Fall, dass diese Gatekeeper-Funktion, die teilweise irgendwo besteht, die ist im Self-Publishing einfach nicht die Hürde. Das heißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Ja, ich konnte halt in dem Sinn auch nichts verlieren. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, du probierst es einfach, wenn du damit nirgendwo ankommst. Und wenn es nur 3 Leute lesen wollen, dann lesen es eben nur 3 Leute. Also es kann halt nicht schlechter werden. Von daher. Ne? Und irgendwie hat komischerweise das genaue Gegenteil ist passiert von dem, was ich erwartet habe. Siehe da. Jetzt sitze ich hier mit euch. Jetzt sitzt du dir. Im Hintergrund auch deine Bücher, die ja also durchaus nominiert sind. 2 davon immerhin. Genau. Michael, wie war es bei dir? Hast du es mal mit einer Agentur versucht? Es war ganz am Anfang eine kurze Überlegung, mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Habe auch mit 2-3 in Kontakt aufgenommen. Aber im Endeffekt, das, was ich schon im Vorfeld erwartet habe, hat sich dann sehr schnell bewahrheitet. Dass halt Agenturen sowie auch Verlage, es sind Wirtschaftsunternehmen, und die suchen klassischerweise Titel, die sich in dem Moment gut verkaufen lassen. Da werden nach Trendtiteln gesucht, nach Genres, die jetzt gerade gut verkauft werden oder gefragt werden. Und wenn man dann etwas schreibt, das in unterschiedlichen Genres unterwegs ist, und jetzt ist die Kombination aus Techno-Thriller und Science-Fiction jetzt nicht unbedingt das, wo sich Verlage anstellen und sagen, bitte, da hätten wir dieses Jahr gerne 100 Titel zu diesem Thema, dann ist für mich auch die Reaktion von Agenturen vollkommen verständlich, dass die sagen, ist nicht das Thema bei uns, da wollen wir uns nicht damit beschäftigen, weil auch für sie bedeutet es ja Zeit, die Bücher bei Verlagen unterzubringen. Und da war für mich dann die Entscheidung, also bevor ich mich da jetzt Monate oder Jahre lang mit den Agenturen beschäftige, vor allem da ist wieder dieses Thema, da meine ersten Romane jetzt nicht in ferner Zukunft spielen, wo man sagt, das wird nicht unaktuell, sondern eine relativ nahe Zukunft in den nächsten 20 bis 30 Jahren auch mit technologischen Entwicklungen sich damit befassen, war bei mir auch die Überlegung, jetzt 5 Jahre zu warten, bis man eine Agentur oder einen Verlag finde, könnte eventuell das ganze Buch ad absurdum führen und daher die Entscheidung, ins Self-Publishing zu gehen. Ja, das ist ja wirklich auch ein großer Vorteil im Self-Publishing, dass man einfach die Time to Market, wie es so schön heißt, jederzeit mitnehmen kann. Das heißt, man kann schnell veröffentlichen, man ist flexibel und man ist nicht auf diese doch recht starren Frühjahrs- und Herbstprogramme festgelegt, sondern man kann quasi, wenn man ein Buch fertig hat, und das Cover und das Lektorat, und das, da kommen wir auch gleich noch drauf, dann kann man es eigentlich sofort veröffentlichen. Das stimmt, ja. Und du hast vorher was angesprochen, nämlich quasi der Mut, den jetzt, oder der Wille zur Investition, den Verlage oder Agenturen nicht tätigen können. Aber ihr sagt quasi, es ist euer eigenes Risiko, ihr habt den Mut, ihr möchtet diese Geschichte veröffentlicht haben. Und wie du vorhin gesagt hast, Samina, es ist egal, wenn es nur 3 Leute lesen oder aber 100. Ich meine, schön wäre es, wenn es mehr als 100 lesen. Aber ansonsten
Die Geschichte will einfach raus. Sie will veröffentlicht werden, sie will auf den Markt, sie will LeserInnen finden. Und das ist im Self-Publishing doch auch ganz was Schönes. Gut, nun ist es ja nicht immer so, dass man sich was vornimmt und dann läuft alles absolut glatt ab. So nehme ich an. Also es gab doch sicher so, erzählt mal, wie gab es vielleicht ein paar lustige Anekdoten in eurer Anfangszeit, so ein paar Learnings vielleicht? Also von Michael lacht schon so verdächtig. Ja. Verschmitzt. Gab es Learnings? Ja, also für mich ein sehr klares, das ich mitgenommen habe, man sollte das erste Manuskript nicht für eine Veröffentlichung einplanen. Ich bin heute im Nachhinein gesehen auch sehr froh, dass ich den Fehler nicht gemacht habe, dass ich schon von Anfang an die Überlegung gehabt habe, ich brauche irgendjemanden, der mir Feedback zu diesem Manuskript gibt. Und da ist auch bei mir das Learning, für das erste Manuskript ist das gute Feedback nicht im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis. Das hilft einem nicht weiter, sondern es hilft, sich jemand Externen zu suchen. In meinem Fall kann ich auch dazu sagen, war es der Science-Fiction-Autor Michael Markus Turner, der sich bereit erklärt hat, in mein erstes Manuskript hineinzulesen und ein sehr offenes Feedback und auch hart, aber für mich sehr gut gegeben hat zum Thema so nicht. Das ist ja ganz nett, aber so nicht. Ja, ja, das muss man auch manchmal hören. Das ist aber total okay. Falls das jetzt sehr brutal klingt, also nicht nur mit diesem so nicht, sondern auch wirklich Input gegeben hat, wenn du Leser dafür finden willst, dann ändere das oder geh diesen Weg oder überleg dir diese Dinge. Und das muss ich auch dazu sagen, also das Manuskript, das ich zuerst mit seiner Hilfe und dann mit einer anderen Lektorin überarbeitet habe, ist auch dieses Buch, mit dem ich letztes Jahr den Tolino Newcomer Preis gewonnen habe. Also es ist nicht so schlecht angekommen, die Arbeit hat sich schon ausgezahlt, aber dessen muss man sich als Self-Publisher bewusst sein. Also mit dem, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Text runter und sage dann super, fertig und jetzt suche ich mir die Leser. Das klappt nicht. War das schwierig für dich, dieses ja durchaus nicht so positive Feedback am Anfang zu kriegen und dann auch wirklich distanziert zu sagen, okay, dieser Mensch hat recht, ich setze das um? Also schwierig würde ich es nicht nennen, aber eine gewisse Herausforderung war es damals, muss aber dazu sagen, hat sich bis heute nicht verändert. Also es ist jedes Mal wieder, wenn ein Titel von mir ins Lektorat geht, obwohl ich jetzt seit 3 Jahren mit der Lektorin zusammenarbeite und sehr gut mit ihr zusammenarbeite, ist es trotzdem jedes Mal immer wieder so dieses Warten, okay, irgendwann in den nächsten Tagen kommt es dann retour und was steht drinnen und ich habe daraus einfach gelernt, das damit umzugehen, dass nicht jeden Input, der da drinnen steht, muss man übernehmen, sondern es gibt Dinge, über die denkt man auch, es gibt Dinge, auf die man auch sagen kann, ich verstehe es, aber ich bleibe trotzdem dabei. Aber das Wichtige aus meiner Sicht ist, beim Lektorat und bei jedem Feedback dran zu gehen und sagen, ich will mein Manuskript besser machen. Also hinzusetzen und zu sagen, ich habe es jetzt zwar jemandem gegeben, aber der Input ist mir wurscht, weil ich weiß es am besten. Das ist kein guter Weg. Genau. Und das unterstreicht ja auch nochmal, was wir vorhin gesagt haben. Man sollte auf jeden Fall, man hat sein Manuskript fertig, man hat es von mir aus auch sehr oft gelesen, aber immer nochmal nach außen geben. Das ist einer der ersten Tipps, die man eben im Self-Publishing geben kann. Egal wie oft man das selbst gelesen hat, man muss es bitte nochmal eben an externe Personen, wie du gesagt hast, ja, Familie, Freunde ist möglich, aber dann muss das trotzdem sehr objektiv schon sein, am besten ein externer Dienstleister. Du hast es sehr schön jetzt gesagt mit diesem selbst natürlich auch öfter durchlesen, weil man es natürlich auch überarbeiten sollte und auch regelmäßig macht. Also bei mir ist es so, normalerweise, bevor es zu den ersten Testlesern geht, habe ich das Manuskript 7 bis 8 Mal selbst überarbeitet. Aber genau das ist dieser Punkt. In dem Moment kennt man es auswendig. Ja. Genau. Und ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn dann das Feedback retour kommt von den Testleserinnen, dann von der Lektorin, finde ich dann immer wieder Kommentare in Passagen, wo ich mir denke, habe ich das wirklich geschrieben? Und vor allem, schön ist es dann immer, wenn man sich als Autor selbst nicht mehr daran erinnert, was habe ich mir dabei gedacht? Genau, Sabine, war es bei dir ähnlich? Was war bei dir so das Erste, wo du gedacht hast, du solltest es doch anders machen, als du es geplant hattest, sagen wir so? Ich weiß nicht, ob es das so richtig gibt, weil ich bin grundsätzlich schon immer sehr selbstkritisch gewesen und ich habe das Glück, dass ich seit Jahren mit Lektorinnen und Übersetzerinnen befreundet bin
Und wir haben immer diese Schreibspiele schon mal gemacht oder Kurzgeschichten zusammengeschrieben, einfach nur so just for fun, ohne dass wir vorhatten, das irgendwie zu veröffentlichen. Und wir haben die natürlich dann auch gegenseitig immer mal gelesen und gegenseitig Feedback gegeben. Und da die beiden dann aber auch schon als Lektorinnen arbeiteten, habe ich halt auch entsprechend sachliche, aber im ersten Moment auch irgendwie harte Rückmeldungen bekommen. Mhm. Also es war dann für mich im ersten Moment, als ich das gelesen habe, erstmal so eine Abwehrhaltung. Ne? So, warum schreibst du mir jetzt sowas Gemeines an den Rand? Aber wenn man es dann erstmal so ein bisschen sacken lässt und vielleicht auch mal eine Nacht drüber schläft, würde ich sowieso immer empfehlen, also wenn man mit Lektoren arbeitet, immer erstmal, wenn man so eine Abwehrreaktion hat bei einem Kommentar, erstmal eine Nacht drüber schlafen, mal kurz zur Ruhe kommen und dann überlegen, ist da nicht vielleicht doch was dran? Und deswegen, also ich liebe die Arbeit mit Lektorinnen mittlerweile sehr, weil die eben nochmal so in diese Tiefe reingerätschen, weil die nochmal Sachen sehen, die mir selber auch nach dem 7., 8., 9. Mal lesen einfach durchgegangen sind und für mich in meinem Kopf natürlich Sinn ergeben. Aber für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal von außen liest, ist das eben nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die diese ganzen Hintergründe, die in meinem Kopf noch stattfinden, eben nicht kennen. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich immer sehr spannend und finde die Kritik dann auch einfach immer gut, weil ich immer weiß, das sind ja nicht meine Feinde. Die sagen mir das, damit das Buch noch besser wird, damit die Geschichte noch so diesen letzten Pfiff kriegt, der halt fehlt, weil ich selber nicht den nötigen Abstand dazu habe. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir, sagen wir mal, wir haben jetzt über das Thema Manuskript gesprochen. Vielleicht können wir auch schon zum Cover weitergehen. Mhm. Sind wir schon bereit für das Cover? Wir sind bereit fürs Cover. Also das Cover. Es ist ein großes Thema in jeder Buchveröffentlichung, vor allem aber im Self-Publishing. Hier stellt sich vor allem oft die Frage, Self-Publishing, kann ich mein Cover selbst machen? Jein. Es kommt darauf an, einer der Lieblingssätze. Entschuldigung. Das darfst du nicht sagen, nein, aber es kommt darauf an. Jetzt habe ich dir die Pointe quasi schon genommen. Das ist mein Signature Sentence. Ja. Okay, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Jein. Man kann dann ein Cover schon selbst machen, dafür sind aber einige wichtige Kenntnisse, Grafikdesign und so weiter, wirklich von Vorteil, sagen wir jetzt mal. Es gibt aber auch zum Beispiel Bausteine, Gratis-Bausteine, Gratis-Design-Programme, mit denen man sich sehr solide Cover basteln kann. So, hier meine Aussage. Samina, was sagst du dazu? Du als Grafikdesignerin, was sagst du dazu? Im Grunde stimme ich dir zu. Also es gibt viele, die sich durchaus selber was machen können, aber man muss eben dann auch das Sitzfleisch haben, sich hinzusetzen, sich reinzulesen, zu gucken, was funktioniert auf dem Markt, was nicht. Es gibt Pre-Made-Anbieter, die man günstig natürlich nehmen kann, wenn man es dann doch nicht selber machen will. Es ist aber oft so, dass, wenn man es selber macht, einfach nicht genau weiß, was man macht. Da gestaltet man einfach nach dem Motto, was sieht hübsch aus, was gefällt mir, aber nicht mit dem Hintergrundwissen, wie wirkt zum Beispiel eine bestimmte Farbkombination, was macht eine Schrift, welche Erwartungen erzeugt das. Das ist für mich dann immer so ein bisschen schwierig. Ich erkenne immer sehr schnell, wer was selber gemacht hat oder wer es vom Profi hat machen lassen, weil das eben mein Kerngebiet ist. Ich meine, ich mache das schon sehr lange, habe das gelernt und auch eben Werbepsychologie, wie funktioniert was. Und ganz viele Sachen finden einfach im Unterbewusstsein statt. Und das sieht man oder merkt man bei so einem Cover. Ansonsten würde ich aber schon sagen, es gibt viele Leute, die haben ein gutes Gespür für Ästhetik, andere halt überhaupt nicht. Und ja, auch da muss man kritikfähig sein. Also es ist hilfreich, wenn man es dann selber macht, dass man es auch anderen Leuten zeigt und sich da wirklich Feedback holt. Und wenn die dann sagen, du, hör mal, das taugt irgendwie gar nichts, dann muss man sich anhören, warum taugt es nichts. Und dann muss man eben auch den sauren Apfel mal runterschlucken und sagen, okay, ich kann es vielleicht doch nicht selber. Und wie war das bei dir? Du hast ja deine Cover, du machst sie alle selbst. Ich mache die alle selbst, aber ich bin halt, wie gesagt, gelernte Grafikerin. Ich habe das studiert und ganz lange mache ich das seit 16 Jahren, auch für Verlage, für andere Self-Publisher. Deswegen war es ja nur logisch, dass ich meine Sachen dann auch selber mache. Genau. Also. Aber musstest du dir dann, also holst du dir dann auch Kritik und so weiter für die Cover auch? Oder bist du dir da so sicher? Nee, also ich meine, ich bin mir schon sehr sicher, was ich mache. Aber ich zeige es trotzdem immer so ein paar Vertrauten nach und sag mal, du, hier wirkt das auf dich, funktioniert das für dich? Dann frage ich eben auch schon. Und manche sagen, ja, ich finde es halt ein bisschen langweilig. Dann muss man halt gucken, wie kriegt man dieses langweilig weg? Ja, also sonst, ich weiß meistens, was ich mache. Deswegen bin ich da jetzt vielleicht so ein bisschen in einer anderen Position.
Aber ich zeige es tatsächlich auch zur Sicherheit nochmal so eine Handvoll vertrauter Leute, die halt, bei denen ich weiß, wenn die sagen, das ist es irgendwie nicht, dann ist es das halt auch nicht. Ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, den wir bestimmt im Workshop auch nochmal ansprechen. Denn das Cover muss professionell sein, ja, aber es muss auch das widerspiegeln, was der Leser, die Leserin erwartet. Und das ist tatsächlich ein Problem, das wir im Self-Publishing, also auf das ich öfter treffe, wenn ich Bücher für Marketing einplane, dass es zum Beispiel ein Thriller ist, aber das Cover sieht nach Romance aus oder umgekehrt. Und dann enttäuscht man quasi die Leserinnen, weil die greifen zu diesem Buch, ne? Die sehen als erstes das Cover. Es heißt zwar Never Judge a Book by its Cover, aber seien wir ehrlich, genau das machen wir doch alle. Und so funktioniert es auch im Shop. Und dann greifen sie zu einem Buch, weil sie denken, oh, das ist ein toller Thriller, weil zum Beispiel die Schrift aussieht wie ein typisches Thriller-Buch und stellen auf Seite 50 fest, irgendwie ist das hier eine kitschige Liebesgeschichte, das wollte ich gar nicht. Und dann ist die Folge enttäuschte Leser und im schlimmsten Fall schlechte Bewertung. Ja. Michael, bei dir, du hast ja dein Cover von jemandem externen designen lassen. Ja. War das von Anfang an klar für dich, dass du es nicht selbst machst? Oder? Ja, das war bei mir nie eine Frage. Also ich kann es irrsinnig gut mein Cover beschreiben, was ich mir vorstelle. Das ist auch eine Kunst. Ich gebe allerdings zu, ich bin komplett unfähig, das dann selbst umzusetzen. Und daher war es für mich von Anfang an klar, ich brauche jemanden, mit dem ich zusammenarbeite. Wie Samina erwähnt hat, es gibt auch Anbieter, die Pre-Made-Cover haben, die also schlicht und einfach einen Katalog voll mit fertigen Covern haben, die man um sehr geringe Preise kaufen kann. Da ist man sehr schnell dabei, aber das ist auch wieder dieses Thema, auch die meisten Designer von Pre-Made-Covern gehen auf gewisse Genres ein. Und auch da hat es mich wieder erwischt mit einem Genre-Mix, dass egal, was ich gefunden habe, es hat nicht gepasst. Und deswegen von Anfang an mit einer Grafikerin zusammengearbeitet. Inzwischen sogar noch einen Schritt weiter gegangen, dass ich auch schon mit eigenen Cover-Künstlern zusammenarbeite, die wirklich die Illustration für mich machen, weil ich einfach auch eines gelernt habe in der Zeit, auch wenn man einen Marketing-Background hat, und den habe ich auch, aber man lernt trotzdem immer wieder was dazu, dass es eine Kunst ist, ein Cover zu gestalten, das sowohl in der kleinen Webansicht in einem Shop gut aussieht, als auch dann in der großen Fassung, wenn man es als Printausgabe in der Hand hat. Das ist nicht so, dass klein wird auch groß oder groß klein. Also, und da wirklich mit eigenen Zeichnern zusammenzuarbeiten, gibt mir einfach die Flexibilität, dass ich sage, okay, das stelle ich mir vor vom Grundkonzept her, und die erarbeiten dann wirklich ein Bild, das man in fast jeder Größenordnung optimal verwenden kann, wo die ganzen Images, die drauf sind, gut rüberkommen. Und das hat sich für mich bewährt. Ist natürlich eine Sache, das muss man ganz ehrlich zugeben, die auch Geld kostet, denn jeder von denen verlangt Geld dafür und verdient es auch, für die Arbeit ordentlich bezahlt zu werden. Aber am Ende des Tages ist es einfach vom Optischen her, sage ich, bevor man jetzt selbst etwas bastelt und es nicht wirklich kann, und das muss man auch wieder sagen, so viele Self-Publisher, die auch gleichzeitig einen grafischen Background haben, gibt es dann doch nicht. Dann ist es besser, wie in vielen anderen Bereichen, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ja, die Zusammenarbeit mit Profis ist dann halt einfach der Garant für Erfolg. Überleitung. Wir haben ja gesagt, wir reden über Erfolg im Self-Publishing und ihr seid erfolgreich. Ich fange mal mit dir an, Michael. Du hast dein Buch eingereicht für unseren Tolino Media Newcomer Preis, als wir den letztes Jahr gegründet haben, und hast uns prompt begeistert. Was ja, ein kleiner Werbeeinspieler, der Tolino Media Newcomer Preis. Den haben wir eben letztes Jahr 2020 ins Leben gerufen. Wir haben nie zu viel Zeit, aber wir hatten ein bisschen mehr Zeit als sonst, denn Großveranstaltungen sind ja ausgefallen. Und da kam uns doch die Idee, wir möchten unseren eigenen Preis gründen, um Self-Publisherinnen quasi die Möglichkeit zu geben, so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung mit etwas Barem quasi zu geben und die Möglichkeit, dass sich unsere Autorinnen, die über unsere Plattform veröffentlichen, mit ihren E-Books für den Preis bewerben. Und er ist dieses Jahr leider schon vorbei. Wir haben auch schon im September unsere drei GewinnerInnen wieder gekürt, aber wir werden ziemlich sicher nächstes Jahr wieder so einen Preis machen. Also schaut sowieso immer auf unsere Websites, auf alle Kanäle, weil es ist so interessant. Auf jeden Fall, dort werden wir wieder einen Newcomer-Preis veranstalten. So, zurück zu dir. Jetzt habe ich die Frage Zu viel Eigenwerbung. Genau, was wollten wir? Genau, Preiserfolg. Dein Buch einreichen. Hast du dir gedacht, ja, Preis super, hier, nehmt mal und schauen wir, was wir bekommen? Oder?
Also, ja. Es war damals wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, es hat gepasst zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch veröffentlicht habe, dass dann kurze Zeit später auch der Preis gekommen ist. Und es ist natürlich am Anfang als Newcomer sehr schwer, dann auch von Leserinnen Feedback zu bekommen, denn das Buch muss erst einmal gefunden werden. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt jetzt nicht die Erwartung, dort irgendwo in die Endrunde zu kommen, sondern mehr oder minder sozusagen mal schauen, was ich da an Feedback bekomme. Ja, und dann war die erste Auswahl und ich war eine Runde weiter und dann kam die Endauswahl und dann kam auf einmal die Nominierung und das war und ich war unter den Top 3 und habe mir schon gedacht, okay, der Weg ist jetzt doch nicht so ganz der falsche, den ich gehe. Und da hat sich für mich das eben auch bewahrheitet, dieses als Autor das zu machen, was man kann, mhm, und sich dann professionelle Hilfe zu suchen für die anderen Dinge, zahlt sich schon aus. Wobei überhaupt, weil ihr ja das Thema angesprochen habt, Erfolg im Self-Publishing, es ist immer Definitionssache. Und das muss man sich als Autor auch ganz klar sein, man sollte sich realistische Ziele setzen, dann kann man auch erfolgreich sein. Wenn man sich jetzt das Ziel setzt und sagt, 100.000 Exemplare im ersten Jahr verkaufen, dann kann man sich schon einmal sicher sein, das wird nicht man wird für sich selbst nicht erfolgreich sein, das wird man nicht zustande bringen. Wenn man aber sagt, man setzt sich eben Ziele, ich möchte jetzt einmal Feedback von diesem Preis bekommen und natürlich hat mir das geholfen, da dabei zu sein und den dritten Platz zu machen, das ist schon ein Feedback, das ist ein Erfolg. Aber auch dann das Weitere, wenn dann die ersten Rezensionsanfragen hereinkommen, wenn sich dann die ersten Exemplare verkaufen und man irgendwann einmal feststellt, hey, das sind jetzt nicht mehr 10, 20, 30 Exemplare, sondern da steht irgendwann schon mal die ersten 100, die nächsten 100. Wenn man sich solche Ziele setzt, dann ist es auch schon am Anfang möglich, als Self-Publisher erfolgreich zu sein. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg, den man gehen sollte. Man sollte sich keine Ziele setzen, die irgendwo hochgesteckt sind, wo man sich dann nur selbst frustriert, wenn man sie nicht erreicht. Das finde ich wirklich ganz wichtig, dass man, wie du schon sagst, dass man sich selbst die eigene Definition von Erfolg setzt und nicht zwangsläufig in Verkaufszahlen, sondern auch vielleicht in, ich möchte in die nächste Runde bei einem Preis kommen oder ich möchte Leser erreichen oder ich möchte in der ersten Woche, ersten Monat, ersten Jahr so und so viele Exemplare verkaufen. Samina, hattest du auch von Anfang an so deine eigenen Erfolgsdefinitionen oder hast du gesagt, ich mache einfach mal? Also ich habe tatsächlich gesagt, ich mache einfach mal, weil ich zu dem Zeitpunkt das erste Mal ein Buch im Self-Publishing wirklich rausgebracht hatte. Die beiden davor waren ja beim Verlag erschienen. Und ja, ich habe dann erfahren, okay, es gibt tatsächlich Buchpreise, an denen Self-Publisher teilnehmen dürfen. Und habe mir gedacht, okay, du probierst das jetzt. Du bist als Self-Publisherin eben ganz neu dabei. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Du schickst das Buch jetzt da ein. Und irgendwie ist es passiert, dass es dann plötzlich auf der Longlist stand, was mich völlig aus der Bahn geworfen hat, weil ich schreibe ja auch Genre-Mixes. Das heißt, ich passe auch nicht in diese klassischen Genre-Einordnungen rein, die Verlage ja zum Beispiel auch immer gerne möchten. Und ja, also es war nicht unbedingt, ich habe nicht die Erwartung gehabt, diesen Preis zu gewinnen. Ich habe nicht mal erwartet, auf die Longlist zu kommen. Entsprechend habe ich auch erstmal geheult, als ich erst das eine, dann das andere geschafft hatte. Das hat mich sehr überrascht und das hat natürlich klar einerseits auch irgendwie mein Selbstbewusstsein gestärkt, weil ich wusste, alles klar, anscheinend machst du tatsächlich was richtig. Das ist nicht nur dein subjektiver Eindruck oder es ist halt nicht nur, dass du die Geschichte jetzt für dich schreibst. Offensichtlich haben andere Menschen auch Spaß daran und das, obwohl du jetzt im Self-Publishing bist. Und das war für mich natürlich sehr schön und hat halt auch motiviert weiterzumachen und ja, was soll ich noch sagen? Also ich bin sehr, also schon so ein bisschen stolz auf das, was ich einfach geschafft habe. Ja, also gerade was Fleur und ich weiß, hat ja nicht nur den Self-Publishing-Preis gewonnen. Ich betone es immer wieder gerne, sondern ist für wie viele Preise nominiert? Ich glaube, es waren insgesamt 5. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Ich auch, ja. Die nächste und so ist wieder nominiert und nochmal nominiert. Also ich weiß, der Krefelder-Preis war dabei, der Wetzlarer, Kurt-Laßwitz-Preis, es war noch irgendein anderer, aber es sind jetzt wirklich so viele, dass mir zwischendurch ein bisschen die Übersicht verloren gegangen ist. Ich habe sie nicht alle gewonnen, aber ich stand auf den Listen und auch das ist ein Erfolg. Schon die Nominierung ist ja wirklich ein Erfolg. Man hat ja also irre viel Konkurrenz. Das stimmt. Genau. Und wenn man eben nochmal, wie wir gesagt haben, es kommt darauf an, wie man seinen Erfolg oder wie man Erfolg definiert, das ist doch klar. Also ich habe selbst leider noch kein Buch geschrieben oder veröffentlicht,
Aber ich stelle es mir als Wahnsinnsgefühl vor, wenn das ist, wenn so etwas, was du alles selbst geschaffen hast, selbst organisiert, selbst auf die Beine gestellt hast, ja, mit Hilfe, die du dir geholt hast, aber an sich du alleine das quasi geschafft hast, dass es von anderen auch so wertgeschätzt wird von dir selbst. Also ich möchte euch jetzt keine Worte in den Mund legen, aber... Nee, aber das kann ich schon bestätigen. Das ist, deswegen sage ich, ne, das ist halt was, worauf man stolz sein kann. Und das ist halt dann auch ein Erfolg. Und dann ist es auch nicht wichtig, ob man jetzt 100 Bücher oder 10.000 Bücher erstmal verkauft hat. Ne? Und ja, für mich ist es halt einfach auch schön zu sehen, es bringt was. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt das Buch veröffentlicht habe und da überhaupt nichts zurückgekommen ist. Ne? Da ist ja sehr viel Feedback zurückgekommen, sehr viel positives Feedback. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt einfach so eine Nullrechnung wäre. Ne? Dass man hat ja Kosten, wenn man Lektoren beauftragt oder auch in meinem Fall, wenn ich halt jetzt Buchsatz und Cover selber gestalte, dann überweise ich zwar keinem Grafiker Geld dafür, aber ich habe natürlich einen Zeitverlust und meine Arbeitszeit geht verloren. Das heißt, ich habe ja da auch einen Verlust, weil ich weniger Einnahmen als Selbstständiger habe. Und da ist es natürlich auch schön, dann einfach zu sehen, man verkauft tatsächlich so viele Bücher, dass du auf einmal bei Null rauskommst, auf einmal machst du Gewinn und die Leute finden es immer noch toll, was du machst. Ja, und das ist halt schon sehr schön. Und deswegen auch, wie er sagt, man muss sich realistische Ziele setzen, dann funktioniert das. Sehr gut. Ihr habt ja jetzt ja beide auch nicht dabei aufgehört, dieses eine Buch zu veröffentlichen, mit dem ihr jetzt beide viel Erfolg hattet, sondern ihr habt ja jetzt schon viele Bücher quasi, oder? Es sind noch mehr nachgekommen. Michael, du hast schon den zweiten Teil der Reihe draußen, bin ich da richtig? Der heißt wie? Countdown zum Untergang. Genau. Und der dritte liegt, also jetzt nicht mehr bei meiner Lektorin, aus der ersten Runde ist er gerade zurückgekommen und jetzt liegt er bei mir mal zum Ablegen, bis ich ihn weiter bearbeite. Gibt allerdings auch schon zwei weitere Projekte, die in der Arbeit sind. Also es wird sich in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren einiges tun. Sehr schön, sehr schön. Denk dran, melde dich rechtzeitig mit Marketing. Rechtzeitig mit Marketing melden. Eine kleine Rüge an dieser Stelle, ich habe es schon angekündigt, der Michael hat seine Bücher zu Hause vergessen. Sonst hätte sie jetzt herzeigen können, aber es sind wirklich wunderbare Bücher. Also es ist eben ein Science-Thriller, es geht um Nanobots, es geht um Zukunftsszenarien, die einem schon etwas Angst machen, aber auch sehr spannend sind, muss ich sagen. Also schaut euch auf jeden Fall die Bücher von Michael Hirzi an. Sie sind sehr empfehlenswert. Und eine Kurzgeschichte hast du auch rausgebracht. Schon mehrere, ja. Also ein paar als auch Self-Publishing-Veröffentlichungen, aber auch schon in einer Anthologie vom Exodus-Magazin drinnen. Aber ja, wie du gesagt hast, ich habe vergessen, die Bücher mitzunehmen. Aber zumindest für alle österreichischen Zuseherinnen und Zuseher kann ich sagen, morgen ist eine gute Gelegenheit auf der Buch Wien. Dort bin ich zu finden und da sind auch meine Bücher zu finden. Also freue ich mich auf jeden Besuch dort beim Stand vom Verein Romane Made in Austria. Und da kann man sie auch gleich mitnehmen. Sehr gut. Samina, was hast du gerade in petto? Woran schreibst du, wenn du es verraten magst? Ich schreibe gerade an einem Science-Fiction-Krimi. Es ist wieder mal ein Genre-Mix. Wer hätte es gedacht? Der wird auch hoffentlich im Frühjahr, ja, ich sag mal so März, April, sollte der dann rauskommen. Und danach geht es dann wieder weiter in die Fantasy. Dann gibt es wieder eine Märchenadaption. So ein Crossover aus. Du hast ja schon eine Art Märchenadaption? Eine habe ich schon, das ist Winterhof, die böse Schneekönigin. Name-Dropping, alles Dropping. Name-Dropping, okay. Dropping. Winterhof ist ist so eine Art Weitererzählung von Christian Andersens Schneekönigin. Also es ist nicht die gleiche, sondern eher eine Nachfolgerin. Und das Märchen ist eben auch noch sehr viel düsterer, sehr viel böser. Es ist kein Jugendbuch. Es ist ein wundervolles Buch, lest es alle. Sie sagt es, sie kann das einfach. Ich habe es wirklich gelesen und ich war begeistert. Sehr schön. Ja, also da ist noch sehr viel in der Planung und nächstes Jahr erstmal den Science-Fiction-Roman, also diesen Science-Fiction-Krimi. Da gibt es dann einen Bodyguard und einen Stalker, der halt digital stalkt und eben auch in solche Simulationen springt, die man quasi in Realzeit erlebt oder eben wie in einem realen Raum. Es kommt einem vor wie ein realer Raum und da taucht dieser Stalker eben auf, hinterlässt böse Nachrichten und ist dann aber plötzlich nicht nur noch in der digitalen Welt, sondern auch in der realen. Auf einmal tauchen diese Nachrichten auf und ja. Kommt noch ein Bodyguard, ein bisschen Romance und... Gib uns ein bisschen. Ein bisschen Romance, ja. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich immer dafür. Gibt es denn... Genau, ich schaue gerade nach. Ich möchte gibt nicht es Fragen aus dem Publikum? Es wird genickt, dann absolut, ja. Freuen wir uns auf jede Menge Fragen.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ihr durch euer Panel die Lust am Self-Publishen geweckt habt, denn es kommen tatsächlich sehr viele Fragen zur konkreten Machbarkeit. Und eine Frage ist tatsächlich, mit wie viel Kosten muss man denn so über den Daumen rechnen von ich habe eine Idee und jetzt können Menschen mein eigenes Buch kaufen. Also wir haben schon gehört, da kommen viele Posten dazu, Covergestaltung, entweder man macht selbst oder man nimmt seine Arbeitszeit, was auch Kosten sind, Lektorat, Vertrieb. Könnt ihr so ungefähr sagen, mit was für Kosten man rechnen muss? Könnte ich jetzt gern sagen, es kommt darauf an. Es kommt tatsächlich darauf an. Möchtest du zuerst? Ja, also ich habe inzwischen auch durch die Erfahrung schon einiges an Berechnungen angestellt und kann jetzt sagen, jetzt, wenn man jetzt mal so den Weg geht, wie ich es mache, wenn man sagt, okay, man muss und will diese Leistungen alle extern machen, sprich Lektorat, Korrektorat sollte man sowieso immer extern machen, auch mit einer Grafikerin zusammenzuarbeiten, die dann den Buchsatz und das Cover macht, dann kommt am Ende des Tages irgendwo, ich habe es auf die Seite umgerechnet, ein Seitenpreis von irgendwo zwischen 8 und 10 Euro je Romanseite heraus, die man schon kalkulieren sollte, wobei es natürlich die Kosten für Grafik, je dicker das Buch wird, weniger werden, weil da hat man einfach einen fixen Betrag. Aber gerade beim Buchsatz und im Lektorat und Korrektorat im Normalfall nach Seiten bezahlt, weil natürlich je mehr Seiten mein Manuskript hat, desto mehr Aufwand ist es. Also man landet schon irgendwo mit allen Kosten in dieser Größenordnung. Samina, du nickst. Ich meine, bei dir fällt jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Kosten für Grafik weg, aber es ist ja deine eigene Arbeitszeit, die du mitrechnen musst. Genau, also das ist dann halt für mich die Rechnung, ne? Was ich an eigener Arbeitszeit in meine Bücher reinstecke, ist halt Zeit, die ich nicht mehr bezahlt bekomme. Das heißt, unterm Strich ist es halt auch ein Minus. Ne? Das muss ich halt irgendwie anders wieder abfangen. Ja, sonst, das mit den Kosten kommt ungefähr hin. Ich habe das im Kopf natürlich immer ein bisschen anders. Bei Coverdesign ist es zum Beispiel so, es gibt sehr unterschiedliche Designer und sehr unterschiedliche Qualitäten von Designern. Wir haben diejenigen, die irgendwie anfangen bei, sagen wir mal, 240 Euro für ein Cover und diejenigen, die 1000 Euro für ein Cover berechnen. Und da merkst du eben auch den Qualitätsunterschied und musst eben gucken, wo stehe ich gerade als Self-Publisherin? Bin ich ganz am Anfang? Will ich da schon 1000 Euro für ein Cover investieren? Oder suche ich mir erstmal jemanden, der solide Arbeit macht, irgendwas Ordentliches abliefert, aber vielleicht jetzt noch nicht so hohe Preise nimmt? Das Gleiche ist auch bei den Lektoren. Da gibt es halt ganz unterschiedliche. Die meisten rangieren irgendwo zwischen 3 und 6 Euro die Normseite. Und das ist eben das. Wir rechnen immer mit Normseiten, auch im Buchsatz dann, weil anders weiß man halt nicht so genau, wie man die Angebote verfassen soll. Ne? Also das ist halt, wenn ich jemandem ein Angebot für Buchsatz mache, dann immer pro Normseite, weil ich halt sonst nicht weiß, liefert er am Ende 250 Seiten ab und habe ich dem jetzt zu viel in das Angebot geschrieben oder liefert er 500 Seiten ab und ich habe aber eigentlich nur mit der Hälfte gerechnet. Deswegen kann man aber da anhand dieser Seitenzahlen und eben der Normseitenpreise immer gucken, was kommt ungefähr auf mich zu. Und will ich jetzt wirklich noch ein extra Kapitel reinschreiben, das vielleicht gar nicht so nötig ist? Ja. Ne, da wird man nämlich auch ganz schnell, fängt man an, drüber nachzudenken, wo kann ich jetzt noch ein Darling killen, weil das eigentlich zwar, finde ich zwar toll, aber eigentlich sagen mir alle, das muss gar nicht sein oder das streckt es in die Länge. Und auch das ist irgendwie ein Weg, finde ich, zu schauen, muss ich das Manuskript jetzt genauso so lang oder üppig, muss ich da so 2 Seiten lang beschreiben, wie der Turm aussieht oder reicht es auch, wenn ich einen Absatz nehme? Weil ganz oft ist das ja auch dann so ein Zusammenspiel, wie man einfach Tempo in eine Geschichte reinkriegt. Ja, okay. Und da habe ich eben auch schon mit ein paar Kunden dann immer so dieses Gespräch geführt, die dann tatsächlich auch gesagt haben, okay, das ist natürlich ein Argument dafür, dass ich jetzt mein Tempo vielleicht ein bisschen einfach so in der Erzählung anziehe und so ergibt sich das dann manchmal auch. Dann haben wir natürlich, ihr habt jetzt von vielen Herstellungskosten, um noch kurz die Frage abzuschließen, ihr habt von vielen Herstellungskosten gesprochen, aber dann haben wir noch die zum Beispiel Kosten für Distributoren. Wir sind ja nicht die einzigen Distributoren, es gibt unterschiedliche Preise. Dann muss man das natürlich auch einberechnen und ein Steckenpferd von der Martina, beziehungsweise der große Bereich Marketing. Man kann ja auch im Self-Publishing selbstständig viel oder weniger, je nachdem wie man möchte, Geld für Marketing ausgeben. Also es geht nicht nur bis zur Produktion des Buches, sondern es kommt auch noch das danach. Aber hier brauchen wir jetzt keine Zahlen zu nennen. Nein, nein.
fragen wir lieber, ob wir noch mehr Fragen haben. Ja, tatsächlich geht eine Frage genau in diese Richtung, okay, und die würde ich dann da gerne mal platzieren. Es kam nämlich die Frage, wenn man eher nicht so im Self-Marketing angesiedelt ist, Social Media einem nicht so liegt, man nicht so gerne über die Person gehen möchte, was hat man denn sonst noch für Werkzeuge, um ein Buch zu vermarkten, und wie macht ihr beide das zum Beispiel auch? Ja, Marketing ist für mich immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wenn es eine Sache gibt, die ich nicht gut kann, dann mich selbst verkaufen oder eben meine Bücher. Das musste ich mir ganz hart antrainieren und es ist auch immer noch nicht auf einem optimalen Stand. Was ich eben mache, ist, ich nutze Social Media mittlerweile und ich nutze es auf diese Weise, dass ich die Leute einfach so ein bisschen mitnehme und teilhaben lasse, was ich eben so mache. Ich versuche das gar nicht so sehr jetzt immer an Buchwerbung da reinzunehmen. Klar, manchmal ist das dabei, weil sich irgendwelche Aktionen ergeben, wie eben auch bei Tolino, wenn man mal bei Tolino Select mitmacht oder eben auch so eine 50% Aktion hat, dann ist eben auch die klassische Werbung drin. Ansonsten erzähle ich immer einfach gerne so ein bisschen vom Schreiballtag, was gerade schief läuft oder worauf ich mich gerade total freue, einfach so Sachen, so ein bisschen Persönlichkeit reinbringen. Das muss man natürlich nicht machen. Wenn man sagen will, also Social Media ist einfach so überhaupt nicht mein Ding, hat man natürlich immer noch die Möglichkeit über, ich müsste jetzt das böse A-Wort sagen, also Werbekampagne beim großen Amazon, das gilt eben, ne, das kann man machen. Oder eben auch bei Facebook kann man Werbeanzeigen schalten. Was ich auch sehr gerne mache, ist so kleinere Messen mitnehmen. Fast jeder Ort hat irgendwie eine kleine, nicht unbedingt Buchmesse, aber es gibt eben so Rollenspielmessen oder sowas wie Gamescom zum Beispiel, wäre schon wieder was Großes. Aber das sind halt alles so Messen, die eigentlich nicht auf Bücher konzentriert sind, aber sie sind irgendwie artverwandt. Mhm. Und da kann man ganz oft dann so einen kleinen Stand haben, dass man einfach dann die Bücher präsentiert und dann muss man sich eben auch nicht so selbst verkaufen. Ich glaube, was ganz viele Autoren überhaupt nicht mögen, ist dieses sich selbst verkaufen. Und ich weiß, ich bin gerade nicht auf dem neuesten Stand, was die Buch Berlin angeht. Ist aber eigentlich eine sehr beliebte, genau, Messe, zum Beispiel unter Self-Publisherinnen, oder? Also für so kleine, ja, Stände und so. Nächste Woche? Nächste Woche, nächste Woche nach Plan. Also auch, wenn Interesse besteht für Self-Publishing-Bücher und so weiter, auf jeden Fall mal bei der Buch Berlin zum Beispiel vorbeischauen. Ja. Gut, wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende unseres Talks. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Fragen habt an uns, an also Tolino Media, aber auch an die beiden Autoren, Ihnen, sie sind beide auf Social Media, spammt sie mit allerhand Fragen, ihr könnt sie sicher anschreiben, ihr habt ja auch Websites, alles Mögliche, ihr seid gut auffindbar im Netz. Wie gesagt, wenn ihr Fragen stellen wollt, dann gerne dorthin. Uns könnt ihr auch E-Mails schreiben zum Beispiel. Wir antworten da gerne drauf, von Montag bis Freitag. Aber diese Woche erst ab Dienstag. Diese Woche nicht, genau. Ja, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe es schon mal gesagt, wir haben viele Social-Media-Kanäle. Auch dort findet ihr viele Informationen über Self-Publishing. Und wir haben später unseren Workshop für die von euch, die schon angemeldet seid. Seid dabei, habt Spaß. Wir werden viele Fragen beantworten. Und ansonsten sollte dieser Talk und der Workshop später noch in der Mediathek für euch sichtbar sein. Also dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr beim Thema Self-Publishing dabei wart. Und vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mit uns diesen Talk bestritten habt. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Ja, noch einmal danke für die Einladung. Ja, gerne. Vielen Dank, dass ihr da seid. War ein Vergnügen. Mit euch habe ich immer Spaß. Das ist ein gutes Abschlusswort. Und dann gebe ich zurück an Julia. Danke, Laura. Ich bedanke mich bei euch auch ganz, ganz herzlich für diesen wunderschönen, informativen Talk. Ihr habt jetzt schon all eure Kanäle massiv angepriesen. Das spare ich mir jetzt. Wer gleich um 16.30 Uhr beim Self-Publishing-Workshop dabei sein kann, herzlichen Glückwunsch, weil leider sind bereits alle Plätze ausgebucht. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass wir auch auf dem YouTube-Kanal noch viel, viel Informationen dazu haben. Ich bedanke mich bei all unseren Gästen gerade eben, Laura, Martina, Samina und Michael. Und wir verschwinden jetzt in eine kleine Pause. Ihr seht noch ein paar schöne Grußworte und dann seht ihr an dieser Stelle gleich wieder die liebe Annabelle stehen und sie übernimmt dann wieder die Moderation. Also viel Spaß und bis gleich. Hey everyone, welcome to Tolino Story Days. I'm so excited to be a part of this and so excited that you get to be a part of this.
Whether you're reading The Cafe on the Edge of the World, Das Café am Miranda Belt, The Big Five for Life, or one of your other favorite books, enjoy this experience. I am so excited to tell you also that in May 17th, 2022, the fourth book in the Cafe, Das Café am Miranda Belt series will be coming out, and I will be there to celebrate with fans. So looking forward to it. Until then, have an amazing Tolino Story Days, and I'll see you in May of 2022. Hallo liebe Zuschauende der Tolino Story Days. Mein Name ist Laura, ich blogge unter dem Namen Eule und Buch und ich bin Tolino Markenbotschafterin. Mein Tolino hier begleitet mich jetzt seit knapp über einem Jahr. Ursprünglich war ich ja ein bisschen skeptisch, weil ich immer Probleme hatte, lange an Bildschirmen zu lesen. Allerdings ist es mir einfach ein großes Anliegen, mit meinem Blog regelmäßig Self-Publisher zu unterstützen und dafür ist der Tolino einfach ideal. Und tatsächlich hat es nicht mal 2 Wochen gedauert, da war der für mich einfach nicht mehr wegzudenken. Besonders toll finde ich, dass ich auf meinen regelmäßigen Bahnfahrten jetzt nicht mehr 1 bis 2 schwere Bücher mitnehmen muss, sondern einfach meine ganze Bibliothek in diesem kleinen leichten Gerät dabei habe. So, und jetzt wünsche ich euch allen noch viel Spaß bei den Tolino Story Days.